Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady und hört dabei zu, wie der Kampf abgelaufen ist. Das ist jetzt meine erste Vierer-Raid seit keine Ahnung wann. Das ist mein allererster Vierer-Raid. Das ist mein dritter Vierer-Raid. Oh, mein erster Vierer-Raid. Mein zweiter. Nee, mein zweiter. So, mein zweiter. Oh, das Ding verliert zwar schön schnell Lebenspunkte, ist ja niedlich. Ja. Schon so wie bei Lugia, du guckst, dann guckst du das halt. Jetzt warte mal, am Montag, wenn wir jetzt keine Raids mehr machen und nur noch den in Erinnerung hat, dann denken wir uns, wieso dauert das so lang? Am Montag wird es, glaube ich, hart gegen den Lavados. Nee, Lavados so geht, glaube ich, noch, weil da kannst du mit Gestein, mit Wasser kommen. Zapdos. Zapdos, nur Gestein. Zapdos wird richtig eklig. Nur Gestein. Nee, da stehen, glaube ich, als so viele Leute und beißen sich Zähne aus. Ja. Aber normal habe die Elektrum-Pokémon eh nicht so hohe WP und KP. Ja. Kommt jetzt als erstes Lavados. Feuer ist eigentlich Lavados. Feuer und Wasser sind halt Lavados kommt, toll. Meins. Also ich glaube, Arktos war von der WP her das stärkste, weil es Wasser war. Weil wenn du jetzt das Eis. Anhand von... Ja, Eis, Wasser. Schieß mich tot. Später. Okay. Das wird doch an Ding, oder? An KP und Angriff berechnet. Praktisch. Ja, aber ich meine, wenn du jetzt Evoli-Entwicklung anschaust. Ja. Aquana ist am stärksten von der KP, ist Wasser. Dann kommt Flamara. Eigentlich dann Blitzer. Ja. Aber nach Tara ist einfach immer noch das Schlimmste. Ja, nur dass es nichts austeilt. Ja, es hat auch voll wenig WP, wenn man es entwickelt. Ach, da rate ich. Ja, aber wenn du, wenn du ein gescheites Moveset hast und ja, schon, mit Typevorteil kämpfst, dann hast du es. Ja, ich glaube, das schon down ist. Aber dann hast du das mal. Finger den mal zu machen. Ja, eine Support-TM immerhin. 6 Sonderbomber und noch Beleber. 2 Sonderbomber. 12 Beleber und Lade-TM. Schon wieder Kontrolle der Arena. So, was krieg ich? Wahrscheinlich 5 Bälle. Ja, genau, Kontrolle der Arena. Okay, hä? Ja, ist so dumm. Ja, mal wieder bei Niantic beschweren, ne? Das waren das für Verträge. Wow, 6 Bälle, ja, schön. 6? Als Team Rot. Ich wollte es gerade sagen. Das hätte mich jetzt gewundert. Ah, jetzt müssen wir da aufpassen beim Werfen, das kann man ja verfehlen. Ja, ich habe eben noch ein einziges Neues gemacht. Was hat der jetzt? Jetzt habe ich schon gedacht, ein erster Ball geht rein. Großartig! Ich habe die ersten 2 gleich daneben geworfen. Ich war doch die legendäre gewohnt. Guck mal, wofür. Ich hab's mit dem ersten. Endlich ein Viech, das nicht mehr fliegt. Echt so? Das Lugia ist schlimm, wenn's fliegt. Marian, Alter. Ich hab's mit dem ersten. Ich hatte gerade vor, als Lugia mit dem ersten, aber es war ein Scheißding. Also gleich verschrottet. Meins, das eine Lugia, das hat er um den ersten Ball. Oh, den Z20 WP Medimins. Und wie? Oh, Alter. Ich glaube 2056 oder sowas muss es haben, ne? 78 hat meins. 78? Oh, dann hab ich mich vertan, dann ist es irgendwie was anderes. Ja, ich hab. Das hat aber Fragezeichen hat es bei dir. 2056. Nein. Meins hat 2034. First try mal wieder. Das weiß einer, ob nein. Knirscher ist okay, aber. Knirscher ist ein schlechter weißer Schweif, aber mit einer Support-Tame hast du. Ja. Ja, also dann kannst du eigentlich automatisch. So, noch jemand in der Nähe. Das ist die beste Attacke. Bis dann, Kante. Jetzt soll ich Knirscher wechseln? Ich hab's jetzt schon zweimal gefahren. Knirscher ist. Aber du hast nur eins, oder was? Das ist scheiße. Oh je, Eisenschweif, Feuersturm. Egal, einmal weggewechselt. Ja, Steinkante ist besser. Steinkante ist so ziemlich. Und es ist XS, das ist auch mal gut. Bin noch dabei. Erstmal bewerten. Total beeindruckt. Verteidigung wird stärkste Eisen. Also ich hab's nicht. Oh, leck mich am Eisenschweif, Feuersturm, Alter. Verarschen. Der Despotar ist insgesamt total beeindruckt. KP-Wert stärkste, Angriffswert stärkste und seine Werte haben. Jedes Mal umbau. Großartig. Aber meinst du, es bleibt mal drin? Fehlt nur Verteidigung noch. Alles hätte einfach farblich werden. Oh, ich muss TMs für meinen Despotar einsetzen. Da hat's dieselbe Bewertung, oder? Nee, das ist ein altes. Ach so, ich hab's gerade halt verpasst. Bist perfekt. Ja, das ist nicht ich hab 91. Was meinst du, wenn das jetzt kein 98er ist? Ey, kannst du nachschauen. Knirscher, yes. Bis Knirscher. Oh Mann, bleib doch mal drin. Komm jetzt. Bleib jetzt drin. Ich muss halt immer zurecht drehen, weil wenn du zum Beispiel hier. Mach den Kreis jetzt doch kleiner vielleicht. Andi, einfach fabelhaft, gleich nicht einmal gewackelt, sofort raus. Bei mir ist instant rein. Du musst muss aber werfen, wenn er die Attacke macht, bevor sie zu Ende ist. Weil bei mir macht er die ganze Zeit nicht. Du willst einfach nicht, dass ich das fange. Ich habe bis jetzt jeden Ball getroffen, immer großartig, aber er kommt immer wieder raus. Genau deswegen. Voll hart. Was schon mal als Lugia, ey. Nur noch 2 Bälle. Aber ich hab's wahrscheinlich nicht verdient, weil ich ja noch nicht mal einen Pupita habe.
Ich hab noch nicht mal Lavita. Ach so, okay. Also mein Name ist Knirscher jetzt nach Ladecamps und so. Oh, kein großartig, das erste Mal. Bleibst du jetzt trotzdem drin? Eins, zwei, drei. Bis hab ich komisch, ohne Extras. Ja, aber bei mir, okay, bei mir auch. Mein letzter Hauptsache, Ball. Du hast es. Ja. Alter, ich krieg's nicht. Was? Danke. Ja, Andi. Meins hat bis Knie schon nach. Bis Steinkante. Ich hab's gefangen, hat's Eisen. Andi, ich krieg's wahrscheinlich nicht mein letzter Ball. Scheiße. Ja, Alter, sofort, TM sein. Oh, du kannst stolz sein. Großartig, komm. Ich treff die ganze Zeit großartig. Starke Eigenschaft. Ja, es ist raus. Toll. Ich hab's nicht. Vielleicht finden wir heute noch ein zweites. Mein Ja, 992. Sei froh, dass du nicht Level 30 bist. Also Sananabeere würde ich jetzt nicht werfen, weil ich habe ja, keine Ahnung, über hunderte Evoli-Bonbons. Aber Himbeere, damit es leichter wird. Ja. Großartig. Ich triff die ganze Zeit groß an und kein Wackeln, ist wieder ausgebrochen. Was? Ich triff die ganze Zeit groß an und sprich die ganze Zeit aus. Hat schlecht die UV. Okay. Ich hab also bei mir ist es immer so, wenn es extremst wert hat, voll die schlechte UV. Boah, das hat jetzt mega geleckt. Kannst du den Kampf noch verbessern? Ja, habe ich doch gesagt. Zwei, drei. Tschüss, Aquana. Viel Spaß beim Professor. Ja, guck mal, neuer Fehler. Neuer Fehler. Eigentlich gab es den schon immer, aber... Gut, das ist ein Kalimani. Wieder mal keine kurz Info. Kurz raus und wieder rein. Was da jetzt los ist. Muss ich wieder nachgucken. Ey, ich hasse es. Er ist drin. Ja, nice. Wollen wir dann noch... Oh, was hat das? Aquaknarre Hydropumpe. Bewerten. Nee. Kanimani da hinten. Kann weg. Wollen wir Kanimani holen? Ja. Soll ich Kanimani holen? Sananabeere drauf! Ich kann, glaube ich, immer noch keins entwickeln bis zum Schluss. Ich glaube, ich erst 42 Bonbon. Weil immer dann, wenn ich auf so ein Raid warte, weil das kann man ja alleine machen, kommt immer keins. Gestern war ja auch doof. Ja. Nur ein Rizeros und sonst nichts. Ist ja toll. Octillery. Nehme ich noch Octillery mit. 400. Naja. 10 Kilometer. Das hast du geschafft, ja. Komm, am besten Voltilam. Das Bordo habe ich jetzt schon. Oh, das ist Mogelbau! Nein! Ah, scheiße. 63 Mogelbaumbonbons. Sehr, sehr armer Marlon. Oh, hier ist noch ein Tartini. Okay. Mom, was ist denn los? So viele Tartinis habe ich noch nie gefangen oder gesehen. Ich sag doch, Tartini spawnen. So. Ja, aber so viele Spawns? Da, da und da? Das kann ja nicht sein. Also drei Stück an... Am Ende des Tages haben wir Dragoran. Ja gut, Dragoran habe ich so oder so, aber ja, ich warte noch, bis es entwickelt. Nee, das ist sowieso nicht. 62 Tartini-Bonbons. Ey, das Octillery will nicht. Das ist ja ein Scheißteil. Das kann ja, das müsste ja noch lange da sein, das Tartini, ne? Ja, ich glaube schon. Lugia! Ja, jetzt wird es auf 2900 hochgepowert, mein Lugia. Okay. So, jetzt bleibt drin. Na also. Mann. Sonderbonbons für Lugia erstmal. Da, ah, Tartini! Yeah! Yeah. 131. Sananabeere. Jetzt überholt mein Lugia mein liebes Dragoran. Ja. Noch ein Power-Up, Lugia, und dann kann ich es nicht mehr weiter powern und dann ist auch Level 30. Dann ist auch 3000 WP. Ja. Definitiv schön. Komm, Ratini, mach deinen Angriff. Warum? Und das ist doch ja, nicht. Aber das, weil das einfacher ist. Einfach. Okay. Vergiss es. Trotzdem großartig. So. Eins, zwei, drei. Sehr schön. In 4 Tagen bekomme ich meinen Ausweis. Nein, nicht Ausweis. Also, Personalausweis? Ja.
Ah, okay. Dann werde ich 13 in 4 Tagen. Okay. Dann freue ich mich das noch und dann komme ich auch endlich zum Pokémon-Modus. Mhm. 233 Tratini-Bonbons. Geil. Okay. Das müsste ich aber eigentlich wissen. Also ich habe es bestimmt mehr als 6-mal schon gelesen. Nee, da steht nicht bei 600 Abonnenten, nein, sondern da steht entwickel es. Ja, und ich habe immer geantwortet, ja, mache ich, aber nur mit Video. Jo, danke. Danke. Was denn? Kanimati, first try, Hyperball, Sanana Barrow Feed. Oh, bitte nicht bei mir. Ist drin. Ja! Ja. Nicht nett. 12 Bonbons. 99. Mir fehlen noch 26. Ja, zwei Kanimanis gefangen und dann hast du es. Und weg damit. Schlechte IV. Das ist gemein. Ja, ne? Wollte ich warten, bis 20, bis halt mehr Leute zum Aktersee gekommen sind. 20 Minuten nachdem sie weggefahren sind, ist an dem in der Arena an den Kopfnitur gespawnt. Ciao! Ja. Das ist halt so. Jo. Manchmal hat man halt Pech, so wie dieses Pikachu, das nicht im Ball bleiben will. Ich hab's mit dem normalen Pokéball gefangen. Ich sag schon mal voraus, schlecht IV. So, gefangen. Und jetzt werfen. 100%ig voll die schlechten EV. Ganz schlecht. Ja. Umso mehr es sich wert, umso schlechter die EV. Ist es halt echt so? Oft so, ja. Ja, stimmt. Das Stratini war sofort drin. Ein Ball. Theoretisch kann man dieses Video jetzt als Nestforschungsvideo schon bezeichnen. Wie man gerade wie man eigentlich sehen konnte, vielleicht nicht hundertprozentig, aber an der Offenburger Stadtmauer ist ein Kanimani-Nest. Es tauchen komischerweise ziemlich oft Dratinis auf. So oft habe ich das noch nie erlebt. Unglaublich. Und am Bahnhof ist ein Magma. Frequenzspawn und wir hatten sogar das Glück, gleich 2 anzutreffen. Das ist richtig heftig. Habe ich noch irgendwas im Kopf? Nee, sonst weiß ich jetzt gerade nicht, was für Nester gerade in Offenburg unterwegs sind. Ich habe natürlich trotzdem gerade mal schnell auf den Silthwaite Atlas geschaut und ich sehe höchstens noch ein Frequenzspawn Mankey. An der, wie nennt man das, an der Grabenallee, genau, an der Grabenallee. Bürgerpark ist nichts eingetragen, auch an der Bibliothek, am Kulturforum ist nichts eingetragen. Das nennt sich aber auch Platz der Verfassungsfreude. Für die Leute, die sich wirklich in Offenburg auskennen, nicht so wie ich, die dann einfach nur von der Karte abliest. Und dann gibt es noch einen Platz, da soll es Abra geben, aber ich glaube, das ist nur ein Frequenzspawn. Das, ja, das ist auch nur ein Frequenzpoint. Wenn wir schon bei Frequenz, naja, Point, naja, egal. Am Franz-Volk-Straße und Straßburger Straße, so dieses interessante Eck. Franz-Volk-Park heißt das Ding, genau, so rum. Das wollte ich eigentlich so rum sagen. Okay. Wenn wir gerade bei den Nestern sind, nochmal zur Erinnerung, die Nester sind nur noch 6 Tage. Auf dem Silthwaite Atlas kann man das immer richtig schön nachgucken. Das ist jetzt immer schön da oben eingeblendet. 6 Tage, 7 Stunden, 6 Minuten in dem Moment, wo ich gerade drauf gucke. Weißt du schon, wo ich morgen hinfahre? Mhm. Nach Baden-Baden. Mhm. Das ist doch dieses Event, oder? Event? Nee. Also ich weiß nichts davon, dass da ein besonderes Event ist. Nee, ich habe gerade gedacht, es war ein Fehler von mir, dass da das Safari-Event ist. Ach so. Safari-Event, das erste ist doch erst am 5. August. Und ich besuche einen anderen YouTuber. Den Mike. Da ist noch ein zweites Kanimani. We'll be right back.
Und Gott sei Dank hatten wir in Offenburg ein wenig Glück. Uns wurde gesagt, dass ein Mülltank etwas von der Stadt entfernt auf uns wartet. Sozusagen auf uns wartet. Hätte ja auch despawned sein. War es dann aber auch nach sehr kurzer Zeit, nachdem wir es, glaube ich, gefangen haben, war es dann auch despawned. Weil dann noch jemand kam und es versuchen wollte zu fangen, aber dann war es dann schon weg. Richtig, richtig geil. Neuer Pokédex-Eintrag. Miltank. Ich habe das Ding noch nie aus dem Ei bekommen. Na, das war jetzt zu abwertend. Ich habe diese hübsche Kuh noch nie aus dem Ei bekommen. Aber jetzt habe ich es endlich und bin froh, dass ich es habe. Und das setze ich auch immer wieder in die Arenen. Meine Güte, was ist das für ein Tag gewesen in Offenburg. Jetzt ist hier noch ein Lugia-Raid und für den Lugia-Raid habe ich erstmal das Desportar, was ich erst frisch gefangen hatte, erstmal hochgepusht auf 3007 WP. Und das Geile ist, dass der Sternenstaub sich nicht wirklich vermindert hat. Es war fast nicht sichtbar, dass da überhaupt was gefehlt hat. Das war dann, glaube ich, nach kurzer Zeit eh wieder drin. Also von daher hammergeil, auch wenn das Desportar nicht so gute IV hat, aber ja, es muss einfach sein. Leute, ich unterbreche das jetzt mal hier, weil ratet mal, was jetzt passiert. Wir schaffen es nicht. Ich glaube aber nicht, dass wir zu schwach gewesen sind. Ich glaube sogar sehr stark daran, das lag daran, dass es einfach zu warm war, alle Handys total überhitzt. Auch ich war leider nicht mit einem Kühlpack unterwegs. Und ja, dann haben wir den Kampf verloren, aber macht ja nichts. Dafür gibt es ja, also es waren ja genug Leute da, die eigentlich mitspielen wollten, aber wir dann nicht nochmal unterbrechen wollten.
Schrumpf, du Scheißteil! Oh Mann, was ist denn das für ein schlechtes Logia? Ja, 20 Belegungen, 3 Sonderbomber. Wir können die nicht wenigstens unterscheiden. 2 Ladetm, 3 Sonderbomber. Wie viele Bälle? Oh, wie viele machst du so viele gelbe wie rote? Ja, 9 Bälle, 9 Bälle. Jetzt kommst du rein. Meine Pokémon bist du voll! Einfach Pokémon wegschicken, einfach Pokémon wegschicken. Von 20, 30 Jahren. Ich bin lieber durchgegangen als dieses Scheiß-Pokémon. Was? Was? Ja, das ist mega schön. Das ist wirklich sehr schön. Ich hab den ersten Ball gefangen, aber das haut mich direkt verschossen. Jetzt übertreib nicht, Mensch, jetzt komm runter. Du konzentrier dich lieber aufs Fangen. Ja, das ist halt dann wirklich ein Sauglückser. Aber wenn, das kriegst du echt gut. Ich hüpfe nicht mit Körper, ich hab's so viel verliebt. Einfach kurz warten. Ich fange es ja, genau, es macht die ganze Zeit keinen Tag, wenn ich werfe. Ich dachte, ich krieg gleich einen Schock. Schön! Das hätte ich vorhin gern wie Arktos kennen. Oh Mann! Ich hab die ganze Zeit da. Weißt du, wenn ich mal was mitteile, verlass mich drauf, dann könnte man auch mal gewinnen. Ja, noch nicht mal wackeln, danke. Großsicht, großartig. Eins. Ja, bei dir. Zwei. Ja, Mann. Oh Mann, wieder ausgebrochen. Jetzt bin ich mal gespannt, was bei dir hat. Ja, das wird nicht dann hätte beide. Ja, dann hätte ich einfach mal geschenkt. Ja, das wäre mein Geschenk. Also, dein Ding hat hier ein bisschen. Was hat es für Bewertung? Nein! Warum machst du es zweimal hintereinander? Blödes Viech. Das hat auch. Aber Achtung, das ist eine Frage. Ja, mit dem Gegner schläft, gell? Nee, ich bin Achtung, das ist ein Fest. Bist du der Durchschnitt? Ja, das ist ein Fest. Aber auch das ist scheiße. Klasse. Eins. Na toll, wieder raus. Ich hab keine Kopfdrehung mehr. Was? Okay, lass mal. Ey, das ist natürlich von 2007, 2008. Ohne 1, 2, 3! Endlich! Ja, nice! Endlich! Also einmal habe ich das Auto drin gehabt und dann saß direkt. Mann! Ich habe 1100. Ja, sehr passend. Juhu. Und dann wahrscheinlich die schlechteste Bewertung, die man kriegen kann. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Ja. Zweite Stufe. Weg damit. Irgendwie war es cool, als Julian gesagt hat, ich war so ein Trottel, wie ich geworfen habe. Ich habe immer den Ball in der Mitte gedreht. Bis ich auf die Idee gekommen bin, vielleicht den Ball einfach ganz unten zu drehen. Ja. Ja, also, halbe Stunde noch. Echt jetzt? Weil es ist 20.52 Uhr. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass es in 8 Minuten hier ist. Ja. Chigi. Oh! Die haben definitiv die Wassersponsor hört. Martini. Kanmani, Chigi. Gut. Oh ne, lieber Hyperball.
Klasse. Oh, Ariados. Du wolltest aber von mir wissen, oder? Ah, der Sicherheitscheck im Garten ist bestimmt offen. Wegen dem Fest. Da vorne ist der Sicherheitscheck im Garten. Haben muss, um Level 30 zu sein. Zwölf Bonbons! Insgesamt ganz gut. Ist nicht Level 30. Geht also mehr. Das andere ist auch nicht wirklich gut. 400. Ja, die Frauen sind auch nicht gut. Ich möchte im nächsten Video bitte die Endentwicklung sehen. Aber das Knüppchen fangen! Das Kanimani-Nest geht ab. Ich bin mit 40 Bonbons gestartet, habe jetzt 65. Jetzt kann ich's. Ja. Das kann aber noch ein paar Videos dauern. Ich muss ja noch das, was ich vorher aufgenommen habe, erstmal loswerden. Kanimani! Geil! Yeah. Wie geil! Ich kann hier bald auch eins entwickeln. 2 Wochen haben wir jetzt Zeit, um das Kanimani-Nest auszunutzen. Ja. Ich werde definitiv das so ausnutzen. Wenn mir jetzt. Großartig! 1, 2, nö, will nicht. Ich sag mal die Bewertung. Schlecht wahrscheinlich. Weil du sagst, ja, wenn es hartnäckig ist. Schlecht. Kann den Kampf noch verbessern. Schlechte Bewertung. Okay. Meine Theorie setzt sich durch. Endlich, es hat es geschafft, drin zu bleiben. So Leute, das war's für heute. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Natürlich war das wieder zu lang, aber ach komm, jetzt gab's mal so lange keine Videos, dann dürfen die doch auch mal ein bisschen zu lang sein, oder? Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, ganz wichtig, Kommentare dalassen, Videos teilen, weil sonst gibt's kein 100% entwickeltes Stratini, ganz einfach. Und natürlich, bis zum nächsten Mal.